Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen beim Friseur. Heute steht was sehr, sehr, sehr Besonderes an. Erstmal muss ich vorstellen, Igor, der Mann mit den ruhigsten Händen der Welt. Randy, Bro, weißt du, was wir heute machen? Was machen wir? Wir haben keine Ahnung, was wir machen, wirklich. Ist ja nicht so, dass wir die Szene jetzt gerade zum zweiten Mal drehen, weil ich vergessen habe, auf 4K zu stellen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, wir gehen heute Ramen essen. Wir gehen nicht nur irgendwie Ramen essen, sondern es gibt einen Ramenautomat, eine Vending Machine im zweiten Bezirk Wien, wo man sich seinen Ramen-Baukasten rauslassen kann und den für zu Hause dann selbst. Ihr wisst, was ich sagen will. Auf jeden Fall, es gibt einen Rahmenautomat. Den werden wir heute testen. Ein dickes Küsschen geht auf jeden Fall raus an District Barber, dass sie uns immer so schön frisch machen. Verstehst du? Kali und der Sigi sind wieder unterwegs jetzt. Das Wetter, ich sag mal nichts dazu, ja? Soll ich jetzt das Gleiche sagen, was ich gerade schon wieder gesagt habe, weil du schon wieder nicht auf 4K gefilmt hast? Nein, lass dir einen neuen Witz einfallen. Ich vermisse meine Ex. Und ich vermisse Nahrung in meinem Bauch. Auch wenn wir jetzt gleich Ramen essen gehen. Brauch einen kleinen Snack, ja? Was geht ab? Willst du was sagen? Wie ich so schön sage, Snack, um den Magen zu beruhigen, bis wir beim Ramen denkst du, das dauert eine Weile. Soll ich mal erklären für die Zuschauer, warum das jetzt dauert? Weil Lukas im Jiu-Jitsu war und sein Trainer noch gesagt hat, hast du Bock, dass ich dich 2-3 Runden komplett auseinandernehme und deswegen keine Kamera dabei hat. Deswegen filmen wir auch aktuell mit Handy. Hat er deine Arsch gewuppt oder nicht? Ja, natürlich. Ich hätte gern einmal dieses Mozzarella-Dings. Die sehen auch auf jeden Fall sehr, sehr wild aus, aber ich glaube, wir lassen uns noch ein bisschen Hunger für später. Training im Friseurbesuch ist so gut, einfach Kohlenhydrate zu essen. Ich muss auch ehrlich sagen, wir machen das jetzt immer sehr schlau, dass wir so freitags immer Friseur machen und so. Es fühlt sich dann auch an, so ein starkes Wochenende. Wie wenn du Schlüssel ins Auto machst und dann so fühle ich mich immer. Ich sag mal so, es gibt Leute, die gehen montags zum Friseur und dann gibt es Leute wie wir, die gehen freitags zum Friseur. Das sagt schon alles über dich aus. Herzlich willkommen im Video. Herzlich willkommen. Wie geht's? Gut, danke. Folgende Situation, unsere Kaffeemaschine ist nicht ganz dicht, ja? Wie jetzt? Wenn ich Kaffee rauslasse, läuft da Wasser mit raus. Woraus ich schließe, dass die Dichtung da oben drin auf jeden Fall am Arsch ist, weshalb ich mir neben diesem geilen neuen Kaffee direkt neue Dichtung bestellt habe, ja? Du hast sie bestellt. Dankeschön. Auch dafür. Aber ich baue sie ein. Das ist Teamwork. So ist es im Schwaberländle. Auf jeden Fall, wenn ihr guten Kaffee, Zubehör, alles was dazugehört braucht, Vitore ist eure Adresse auf jeden Fall in Wien und ich glaube, die liefern auch. Ja, auch nach Deutschland? Ja. Kuss geht raus an Vitore auf jeden Fall. Das sind die zwei neuen Dichtungen. Das ist die alte. Wie ihr sehen könnt, die ist auf jeden Fall schon ja, ziemlich am Arsch. Porös, kaputt, nicht mehr ganz dicht. Karle zeigt dir jetzt mal, wie man so eine Kaffeemaschine repariert, verstehst du? Halt heiß! Eine Ewigkeit später. Jetzt sitzt der Lorda. Jetzt gibt's ja Kaffeele. Das sieht gut aus, verstehst du? Das ist eine geile Kaffeemaschine, ich feier dich. Der Kaffee schmeckt dir auch am besten. Nur ein bisschen teuer hier. Jetzt komm. 3,50 ist schon teuer für so einen Kaffee. Für dich 4,80. Jetzt kommen wir zum. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich der größte Loser bin. God damn! Das ist eine Rose. Man muss so kreativ sein, es kommt immer irgendwas raus. Ja, jetzt zweiter Versuch. God damn! Ist doch ein Herz, oder? Sieht eher aus wie ein furzender Luftballon. Das Wichtigste ist, dass der Hobel schmeckt. Jetzt probier schon mal. Bruder, was ist der Auftrag mit dieser Mütze? Es gibt keinen Auftrag. Wohin damit? Sperr mich in einen Raum, lass ihn ungefällt. Ich prügel die Scheiße aus dem raus. Einfach eine Stunde lang. So, meine Damen und Herren, kurze Planänderung. Ich fahre so selten Auto, dass ich manchmal vergesse, dass wir ein Auto haben. Und bei diesem Wetter bietet sich das eigentlich an, einfach geschmeidig jetzt kurz zu diesem Rahmenautomaten zu fahren, verstehst du? Einfach mit dem Radio gerade schwäbisch gelaufen, verstehst du? Seidenbacher Müsli, verstehst du? Ist es schwäbisches Müsli? Ja. Ach krass, Seidenbacher. Was ich vor kurzem auch rausgefunden habe, was ich aber eigentlich die ganze Zeit wusste, ja. Teddy war im Interview. Ja. Und da hat die Frau zu ihm gesagt, wie würde ein Schwabe einen Heiratsantrag machen? Es ist Hildraut. Wir sind jetzt... Lass mich nicht lügen, 4-5 Jahre sind wir zusammen. Und ich hätte halt jetzt gedacht, rein steuerlich, wär's halt super. Welcher Mensch kommt auf die Idee, zu einem Ramenautomat bei dem Wetter zu fahren, dass du die Ingredients rausholst, um wieder nach Hause zu fahren, um sie zu kochen? Ich habe leider keinen Konter dafür. Das ist Hast du jetzt in Wien schon mal Ramen gegessen in letzter Zeit? Ich nicht. Lange nicht mehr, nein. Seit Tokio habe ich keinen Ramen gegessen. Nee. Aber ich sag dir auch warum. Für alle Leute, die nicht da waren, damit ihr das auch versteht. Ich traue mich nicht mal. Weil dann sitze ich in einem Laden, werde so enttäuscht, dass ich den Koch beleidigen muss oder so. Deswegen lasse ich das einfach. Das ist so ähnlich wie mexikanische Küche. Es wird einfach schwierig zu finden hier. Ja, ja, ja. Dass du was halbwegs... Aber was mal ganz geil wäre für die Leute in den Kommentaren. Ihr könnt einfach mal wirklich Hashtag Japan reinhauen, damit Lukas sich vielleicht überlegt, hey, Randy, komm, wir fliegen mal wieder nach Japan. Weil ich sage ehrlich, ich vermisse es jetzt schon. Wir sind das auf jeden Fall ist der wunderschöne Vorgartenmarkt. Da gibt es mittlerweile echt stabile Restaurants. Und direkt hier in diese Richtung müssen wir jetzt zum Automaten kommen.
Mochi Automat Chapeau. Chapeau. So, boah, clean, oder? Sieht sehr cool aus. Es gibt Tonkotsu, es gibt Mushrooms und Chicken Broth. Aber ich check nicht, ist es jetzt schon das ganze Paket? Beinhaltet die fertige Brühe hausgemacht. Okay, aber da steht nichts von den Nudeln. Alter, weder sind jetzt die Nudeln nicht drin. Egal, wir holen mal eins fertige raus. Fertige Brühe, hausgemachte Ramen-Nudeln. Stupid. Alter, die sind einfach in der Zukunft, oder? Ramen aus Automaten. Nicht mal in Tokio, wo es mehr Vending-Machines als Einwohner gibt, haben wir einen Ramen-Automaten gesehen. Jetzt hier in Wien, look at this. The future is now. Das ist einfach ein richtiges Sucker. Crazy, da ist die Anleitung hinten drauf. Das zeigen wir erst später. Gerade haben wir jetzt noch rausgefunden. Ramenlöffel und Stäbchen. Und das lässt sich Lukas nicht zweimal sagen. Dann hast du es aber auch für immer zu Hause. Ja. Also wir machen es kaputt. Aber warum sollten wir es kaputt machen? Halt das Pflichtige hier. Ach komm. Chill. Wegen Bier oder was? Ja, ja. Gerne. Ist Bier in Österreich auch ab 16 oder 18? Age Verification Phase. Ja, ich schwöre, ich schaffe es jetzt nicht, Bier zu kaufen. Ja. Egal, warte. Take my age. Bei Zigarettenautomat geht's aber immer. Spaß. Walla, ich werde dich vermissen. Geil aber eigentlich, ne? Also, ich feier's. Ich sag so. Wenn ich jetzt hier wohnen würde, aus dem 10 Hunger abends, kurz runter, Rahmen holen, aufgießen, kochen, dies, das. Kann man machen auf jeden Fall. Ja. Es kommt jetzt nur darauf an, wie gut es auch ist. Das ist natürlich der Hauptpunkt. Ja, schauen wir mal. So. Ein paar Sekunden später. Was hast du denn? Ramen. In so einer Packung kriegt man das. Ja. Geil, das sieht so fancy aus. Mhm, sieht sweet aus. Vor allem die Farbe. Ja. Jetzt müsst ihr das nur noch gut zubereiten. Alter. Ich hab gedacht, Sabrina macht das jetzt. Das glaube ich nicht. Guck mal, der Karl und der Sigi sitzen im Tofu-Show. Wer ist jetzt der Karl? Wohl ganz klar, wer du bist und wer ich bin, oder? Das brauchen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. So, machen wir noch ein gutes schwäbisches Süpple. Schwäbische Ramen, oder? Joshu. Ah, das ist die Broth, Alter. Schauen wir da noch rein kurz. Boom. Geil aber, oder? Das ist geil, das ist auch eine gute Qualität, muss ich sagen. Weil es hat 8,50 Euro gekostet, das habe ich jetzt schon erwartet. Aber das kostet halt auf Alibaba 90 Cent. Ja, aber wenigstens kriegst du einen guten Löffel. Also am Ende des Tages haben wir genau 5 Zutaten, oder? Das ist die Brühe. Sieht auch schon so nach Tonkotsu aus. Nach schön dickflüssiger, schweineknochenmarkiger, weißer Brühe auf jeden Fall. Wir haben Chashu, Schweinebauch, wir haben die Nudeln, die auch echt geil aussehen, mit so Mehl außen dran und so. Und die Bonito Flakes, und was ist das? Sojasauce? Mochi Flavor Kick? Brühe, das ist der Mochi Flavor Kick. Okay, passt. Schritt Nummer 1. Zur Ramenbrühe kommt kein Wasser mehr. Krass. Rahmenbrühe, kleiner Topf. Verfeinere deine Rahmen mit Frühlingszwiebeln. Gott sei Dank habe ich Frühlingszwiebeln. Guck mal, hier bringen wir jetzt Wasser zum Kochen in einem großen Topf für die Nudeln. Und das ist die Brühe. Kommt in den kleinen Topf. Wie jiggly das ist, Alter. So, das ist also Ramen, oder? Da muss einfach echt kein Wasser dazu, oder? Das ist einfach zur Brühe. Schauen wir mal. Hier haben wir noch ein paar Lauchzwiebeln. Für, dann schön oben drauf. Weißt du, was jetzt zum Einsatz kommt? Pass auf. Ich weiß was. Oh mein Gott, es ist der Moment. Die Pinzette. Ja. Das hat sich doch gelohnt, der Kauf. Vielleicht. Diese Pinzette wurde gekauft in Tokio. Ich wusste, irgendwann kommt sie zum Einsatz. Die ist eigentlich ziemlich unnötig, aber. Und damit werde ich heute diese Zwiebeln auf die Brühe legen. G. Flashback. End of Flashback. Geil, Alter. Das riecht richtig einfach. Ah, okay. Das ist wirklich einfach nur diese Pork Bones gekocht, da ist noch kein Flavor drin, also du brauchst unbedingt diesen Flavor Kick. Kein Salz, kein nichts. Mm-mm. Aber schon cremig oder muss die noch cremig ein bisschen? Cremig ist super, ja. Die Nudeln muss man vorher so ein bisschen lockern. Genau, like this. So, wir hauen jetzt einfach rein hier. Boom, boom. Dann haben wir die Stäbchen, mit denen kann man vielleicht auch ein bisschen umrühren. Wir rühren in Japan auch immer in diesen Körben rum. In der Zwischenzeit, wir haben noch genau 26 Sekunden, nehme ich diese Brühe vom Topf. Es heißt übrigens auch Tare oder Tare. Die Gewürzmischung, dann kommt es hier drauf. Boom, und dann gießen wir die ab. Boom. Simple. So, und dann ziehen die immer einmal noch so durch. Das habe ich gesehen in Japan, oder? Karl und Sieg in Japan gewesen. Die haben sie auch immer hoch und drauflegen. Boom. Schweinebauch. Die Mitte. Oh, dammit. Das sind Bonito Flakes. Mhm. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger getrocknete Thunfischhaut. Das schmilzt. Pinzette, ja, damit ich die nicht umsonst gekauft habe. George Carney kauft nichts umsonst. Short, muss ich immer sparen. Geben wir die drauf, einfach so. Mhm. Schon schönere Rahmen gesehen in meinem Leben, sagen wir so. Aber ich würde sagen, am Ende des Tages, es zählt der Geschmack. Wir probieren jetzt einfach mal hier. Das ist nicht schlecht.
Ja, nicht schlecht ist nicht gut. Also für aus dem Automaten ist es richtig gut. Wir waren vor 2 Monaten in Japan, was willst du erwarten? Mhm. So, das kann natürlich... Die hätten vielleicht noch 5 Sekunden länger Wasser oder 10 Sekunden länger Wasser gebraucht, aber ich mag es, wenn die so ein bisschen Biss haben. So al dente in Anführungszeichen. Für mich haben die genau den richtigen Biss. Probier, das ist lecker. Ich kann nicht mehr mit Stäbchen essen. Habe ich ja wieder richtig viel Nudeln erwischt. Das ist böse lecker. Wow, 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 wow. Also, Real Talk, ich werde mir safe holen. Ich weiß jetzt zumindest, wie es geht, weil ich hätte mir die Anleitung niemals durchgelesen. Boah, ist das geil. Das satisfied mich schon. Ich sag dir ehrlich, das bringt mich so ein bisschen nach Japan zurück. Ich glaube, wir haben auch seitdem nicht mehr Ramen. Ah, doch einmal in Berlin bei Duck. Haben wir da einen Vlog gedreht? Nein. Also nee. Haben wir nicht. Hat keiner gesehen. Außer die Leute auf Insta. Das kann ich jetzt offen und ehrlich sagen. Ich war in Ramenläden essen. In München, weiß was ich, ein paar Städte. Das ist besser. Das ist wirklich gut. Das ist richtig gut. Das würde von mir eine ganz klare, so jetzt mit Automat gerechnet, so 9 von 10. Aus ja, Automat. Für Automat, ja. Sogar Snickers aus dem Automat schmeckt schlechter, wie wenn du es im Supermarkt kaufst. Und es schmeckt richtig gut. Okay, ich habe es auch zubereitet, ja. Es war nicht nur der Automat. Die Nudeln sind ein bisschen zu fest, aber gell? Ja, voll, habe ich auch gesagt. Aber ich finde es auch geil irgendwie. Ja, mich stört es auch nicht. Dann können wir nächstes Mal so 50 Sekunden machen. Wenn es so 20 Tage halten würde, wäre richtig geil, gell? Ja, aber 12 Tage ist schon echt ziemlich lange dafür. Das bleibt schon lange frisch. Krass. Du musst einmal probieren. Das bringe ich nach Japan zurück. Sabrina will immer nicht probieren, kann es sein? Du musst nicht, ich esse es auch hier. Ich sag dir ehrlich, es bringt dich ein bisschen nach Japan. Ja, stimmt. Es ist auch creamy, Alter, das ist crazy. Das schmeckt echt wie in Tokio. She's struggling with them Stubblies. Ich schwöre, die Stäbchen sind richtig schlecht. Stäbchen heißt Stubblies. Ja. Sind richtig deppert. Mhm, voll geil, richtig lecker. Das wird nicht das letzte Mal sein. Weil ich kann kein Gluten essen, keine Laktose, kein Schweinefleisch. Ich bin einfach verhungert, ich bin ehrlich. Die Stäbchen habe ich jetzt schoniert, Alter. Ja, die kannst du nicht. Wisst ihr, was die besten Stäbchen gibt, ohne Spaß? Ja. Yeah. Shanghai Tan. Ey, da waren wir. Ja, mitnehmen, die Stäbchen. Hast du die geklaut? Was gibst du dem Ramen? Sollen die Leute sich das holen oder nicht? Mit Automat eingerechnet? Egal, nee, nur die Speise. Also ich würde schon sagen, mit Automat eingerechnet. Okay. Würde ich dem auch so eine 8 geben. Auf jeden Fall. Schweinebauch ist toin. Also man sieht auf jeden Fall, du bist glücklich. Mhm. Das ist das Wichtigste, oder? Man hat einfach Spaß beim Essen. War brutal. Willst du noch irgendwas sagen, oder? Nee, Kuss geht raus. Vergiss Hashtag Japan nicht. Bunda.